viel erreicht, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Jetzt geht es schrittweise zurück in einen neuen Alltag, einen Alltag auch mit Abstand und Hygiene. Dazu habt ihr auch weiterhin viele Fragen und ich freue mich jetzt, ein paar hier bei WhatsApp beantworten zu können. Hallo, ich bin der Frank aus Herne. Hallo Jens, hallo liebes Team. Eine Rückkehr in den normalen Alltag. Aber wie lange müssen wir uns darauf einstellen, mit einer flächendeckenden Verpflichtung für Mund- und Nasenschutz zu rechnen? Bleibt gesund. Ciao. Lieber Frank, für den Alltag gilt jetzt aha, Abstand halten, Hygieneregeln und ja, Alltagsmasken, insbesondere da, wo Abstand halten schwierig ist, zum Beispiel in der U-Bahn, im Bus, da, wo es auch mal enger werden kann, weil diese Alltagsmasken eben helfen, vor allem auch das Infektionsrisiko für andere zu reduzieren, aber auch ein bisschen für einen selbst. Also zum eigenen Schutz und zum Schutz von anderen werden wir alle noch eine Zeit lang in bestimmten Situationen Alltagsmasken tragen. Ja, hallo, Dietmar mein Name. Mich würde mal interessieren, nachdem wir jetzt so lange hier gekämpft haben, auch hier auf der Intensivstation, sehr viele Covid-Patienten betreut haben, ab wann werden die Personaluntergrenzen wieder eingeführt? Weil es geht jetzt wieder in den Regelbetrieb und langsam wird es anstrengend. Lieber Dietmar, das ist ein Thema, das mich auch beschäftigt. Wir haben den Kliniken ja gesagt, wir wollen auch dort schrittweise in einen neuen Klinikalltag kommen, auch planbare Operationen wieder beginnen, nachdem es gemeinsam gelungen ist, auch viele Intensivbetten freizumachen für den Fall der Fälle. Und jetzt müssen wir miteinander schauen, wie wir nach und nach auch die geltenden Regeln wieder einführen, ohne dabei eben nicht mehr ausreichend flexibel zu sein, falls doch nochmal es zu einer größeren Zahl von beatmungspflichtigen Patienten kommt. Also ich bin im Gespräch mit allen Beteiligten und wir machen jetzt Schritt für Schritt auch den neuen Klinikalltag. Herr Spahn, ich heiße Irina. Mich würde interessieren, wann die Antikörpertests für alle endlich kommen, auch für Privatpersonen, und warum die Tests immer noch sehr teuer sind. Antikörpertests für alle, Irina, sind verfügbar. Sie können beim Arzt Blutprobe eben beauftragt werden. Es gibt mittlerweile auch sehr gut, qualitativ gute Tests, aber es ist eben zum Selbstzahlerpreis. Der Test an sich, die kleine Probe vom Hersteller, die kostet 2, 3, 4, 5 Euro. Was es dann teurer macht, ist natürlich die Laborleistung und die ärztliche Leistung, die natürlich dann auch dazu gehört. Wer Interesse hat, kann also so einen Antikörpertest schon machen. Ob und für wen die Krankenkasse ihn übernimmt, darüber sprechen wir in den nächsten Tagen. Hallo, ich bin die Nini und ich wollte fragen, wann wir denn wieder unseren Hobbys nachgehen können. Also seien sie im musikalischen oder im sportlichen oder in einem anderen Bereich. Am Beispiel der Bundesliga sehen wir ja bereits, dass es eigentlich möglich ist. Musizieren zu Hause, Nini, ist ja möglich, wenn man es eben alleine macht. Schwieriger wird musizieren in der Gruppe, zumal ja bei vielen Instrumenten durchaus auch Aerosole, also weil man was pustet oder bläst, dann mit in die Luft kommen können. Das Gleiche gilt ja beim Singen. Also wichtig ist nicht, ob man wieder musizieren kann, sondern eher die Frage, wie das gelingen kann zusammen und gleichzeitig das Infektionsrisiko möglichst für alle reduziert wird. Und da gibt es viele gute Ideen. Ich glaube, Schritt um Schritt wird so auch vieles auch bei den Hobbys wieder möglich. Hallo Herr Spahn, mein Name ist Tania. Meine Frage an Sie. Namen vieler pflegender Angehörige, was tun Sie jetzt für uns? Tageseinrichtungen schließen, Pflegedienste haben keine Kapazitäten für Entlastungsleistungen, Desinfektionsmittel ist nicht lieferbar. Was können wir jetzt von der Regierung erwarten? Tanja, auch in der Pflege geht es Schritt für Schritt wieder in diesen neuen Alltag. Das wird sicher auch bei der Tagespflege so sein. Aber ja, ich weiß, das ist gerade eine sehr belastende Situation, gerade auch für die ambulante Pflege, weil viele Angebote nicht zur Verfügung stehen und weil es auch dann immer zu Hause jeweils sehr schwierig ist und auch mit manchem Risiko versehen. Für pflegende Angehörige wollen wir finanzielle Unterstützung flexibler möglich machen, war heute Bestandteil auch des Gesetzes, das beraten wurde, Entlastungsleistungen zum Beispiel, oder auch, dass man mehr und leichter die 10, möglicherweise 20, darüber reden wir, Tage nehmen kann, um eben bezahlt dann, um dann eben die Pflege zu organisieren. Also wir haben auch die pflegenden Angehörigen im Blick. Wir haben schon was verbessert, wollen es weiter verbessern, um in dieser schweren Lage zu helfen. Hallo, ich heiße Gabriele. Ich würde gerne wissen, wann ich mit meinem 18 Monate alten Sohn wieder übers Wochenende zu meinen Großeltern fahren darf. Er hält sich weder an Abstandsvorschriften noch trägt eine Maske. Wir wohnen in Niedersachsen, meine Eltern in Bayern. Danke, tschüss. Wichtig ist in jedem Fall beim Reisen, dass auch dort die Infektionsrisiken möglichst minimiert werden, auch durch Abstand, Hygiene und anderes mehr. Wenn die Ferne noch innerhalb Deutschlands ist, dann ist Reisen auch aus privaten Anlässen ja zunehmend wieder möglich.
Wichtig finde ich, so handhaben wir es jedenfalls in der Familie, dass Enkelkinder, Kinder, Großeltern aufeinander aufpassen, auch wenn sie sich begegnen. Darum geht es ja gerade, die Älteren und die chronisch Kranken zu schützen durch eben Hygiene und möglicherweise, je nachdem, auch durch eine Maske. Also alles Gute und schönen Gruß an die Großeltern, mindestens per Telefon. Danke für euer großes Interesse einmal mehr. Viele Fragen konnte ich beantworten, alle nicht. Und deswegen holen wir das bald nochmal nach. Weiter hier bei WhatsApp oder auch woanders in den sozialen Medien. Euch alles Gute, bleibt gesund.